الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Erstrebenswerte Ziele, durch die gehegte Hoffnungen erfüllt werden, erfordern das äußerste Maß an Bemühung, um sie zu erreichen. Dies ist Allah Azza wa Jallas Fügung, die er in dieses Leben gelegt hat, um Ziele zu verwirklichen und Unheil abzuwenden. Allah Ta'ala sagt über Dhul-Qarnayn: Wahrlich, wir verliehen ihm Macht im Land und gaben ihm alle Mittel zur Erreichung eines jeden Zieles. Das bedeutet, wir verliehen ihm im Land Macht und gaben ihm für jedes Ziel Mittel und Wege, durch die er das erreichen konnte, was er wollte, an Eroberung von Städten, Besiegung von Feinden und anderen. So griff er mit Entschlossenheit und Anstrengung zu diesen Mitteln und Wegen und erreichte seine Ziele. Darum sagte ein Dichter: Mit Anstrengung erstrebt man hohe Ziele. Wer Ruhm begehrt, schläft nicht in stillen Wiegen. Wer Höhe sucht, ohne sich abzumühen, verliert sein Leben, Träume ihn betrogen. Du willst den Glanz, doch schlummerst tief in Nacht. Nur wer das Meer durchtaucht, bringt Perlen ans Licht. Liebe Muslime, die Bewahrung der islamischen Identität für den Muslim und die Seinen ist eine der erstrebenswertesten Ziele. Allah Ta'ala sagt diesbezüglich: Und seid nicht wie jene, die Allah vergaßen, darum ließ er sie sich selbst vergessen. Das sind die Frevler. Das Vergessen des Menschen seiner selbst bedeutet nicht, dass er vergisst zu essen und zu trinken. Sich selbst zu vergessen bedeutet, seinen Daseinszweck zu vergessen und damit sein wahres Wohl nicht zu erkennen. So versäumt man die Erfordernisse der Gottesdienerschaft, diese zu erfüllen, und lebt als Frevler außerhalb der Ordnung, die ihn läutert und veredelt. Die Stärkung der muslimischen Identität erfordert viele Mittel, damit der Muslim sich nicht in anderen Identitäten auflöst. Es gibt praktische Schritte in der Familie und außerhalb der Familie. Eingangs muss man wissen, liebe Geschwister, die Familie ist religiös verpflichtet, sich um die gottesfürchtige Erziehung ihrer Mitglieder und deren Fernhalten von Verderben zu kümmern. Leider aber reicht für manche der Blick bei der Erziehung nicht über Speisung und Bekleidung. Und sie beruhigen sich damit, die größte Erziehungsaufgabe bereits bestmöglichst erfüllt zu haben. Bei Allah, dies leisten sogar Tiere. Auch Tiere kümmern sich um das leibliche Wohl ihrer Kinder. Erziehung bedeutet, etwas schrittweise zur Vollendung und Vollkommenheit zu führen. Wo stehen wir bei der Erziehung ihres Verstandes und ihrer Seelenkräfte? Wir erziehen ihre Körper, ihre Herzen und Seelen werden aber von fremden, vorherrschenden Mustern und Narrativen der Gottlosigkeit, LGBT, Materialismus, Atheismus, Feminismus, Säkularismus und ähnlichen Ideologien geprägt. Eingestreut in ihrer Bildung, Büchern, Filmen, Serien und sozialen Medien. Und manche dieser Ideen, müsst ihr wissen, wer sie annimmt, wird von der Religion entfremdet, ob er das möchte oder nicht. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Diese Aufgabe und diese Verantwortung betonen. Er sagte: Ihr seid alle Hirten und jeder ist verantwortlich für seine Herde. Dieses verantwortlich muss man dick schreiben. Jeder ist verantwortlich für seine Herde. Der Führer ist ein Hirte und verantwortlich für seine Herde. Der Mann ist ein Hirte über seine Familie und verantwortlich für seine Familie. Die Frau ist eine Hirtin im Haus ihres Gatten und verantwortlich für ihre Herde. Der Diener ist ein Hirte über das Vermögen seines Herrn und verantwortlich für seine Herde. Und ihr alle seid Hirten und jeder ist verantwortlich für seine Herde. Und hier einige Schritte, wovon nichts neu ist, sind lediglich Erinnerungen. Der erste Schritt: eine rechtschaffene Gattin wählen.
Der Mann soll eine rechtschaffene Gattin wählen, mit der er bei der Erziehung einer neuen Generation zusammenarbeiten kann, die ihre islamische Identität bewahrt und sie mit Stolz vorträgt. Und dies ist ein Recht der Kinder gegenüber dem Vater. Und das ist eines der Gründe, warum ein Muslim in diesem Land keinen Nicht-Muslima heiraten sollte. Damit wirst du sehr wahrscheinlich deine Kinder ins Verderben stürzen. Und der Dichter sagte sehr wahr, er sagte, und die erste meiner Wohltaten euch gegenüber war meine Wahl von einer edlen Abstammung, deren Reinheit offensichtlich ist. Dasselbe gilt natürlich auch für die Frau. Zu den praktischen Schritten, die islamische Identität zu stärken und bewahren in der Familie, gehört die Ausübung islamischer Handlungen zu Hause. Freundliche und aufrichtige Rede, Ehrlichkeit, freiwillige Gebete, islamische Werte und Moral, Bittgebete und andere Rituale unserer Religion sollten zu Hause präsent sein. Und das ist vielleicht eines der Gründe, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl oder empfahl, die freiwilligen Gebete nicht in den Moscheen, sondern zu Hause zu verrichten. Er sagte, betet Leute in euren Häusern. Das beste Gebet des Menschen ist in seinem Haus, außer dem verpflichtenden Gebet. Zu den praktischen Schritten, die islamische Identität zu bewahren und zu stärken, gehört die Wiederbelebung des Prinzips des guten Vorbilds. Das heißt Vorbild. Das Kind muss ein Bild vor sich haben. Das Kind muss vor sich ein Bild haben, einen Maßstab haben. Die Eltern sollen den Islam in Taten, Worten und Erscheinung vorleben. Kinder neigen nämlich dazu, den Eltern nachzuahmen, ihre Werte anzunehmen. Zumindest in den ersten ihrer Lebensjahre. Und auch hier sagt ein Dichter sehr wahr, und der junge Mann aus uns wächst heran, gemäß der Gewohnheit, die ihm sein Vater gab. Nicht durch seinen eigenen Verstand nähert er sich dem Rechten, sondern die Frömmigkeit seiner Nächsten lehrt ihn das. Zu den praktischen Schritten, die islamische Identität im Haus zu bewahren und in der Familie zu stärken, gehört der familiäre Dialog. Überzeuge deine Kinder nicht dazu, keine Fragen zu stellen. Überzeuge sie nicht dazu, über bestimmte Themen nicht zu sprechen. Führe offenen Dialog mit ihnen. Geh auf ihre Fragen ein. Wenn du die Antworten nicht kennst, dann informiere dich. Und wenn du das nicht kannst, dann lass dich beraten. Aber lass diese Lücken nicht da, denn wenn du sie nicht füllst, werden sie diese irgendwo anders füllen. Ebenfalls ist es unerlässlich, sie vor eindringenden Zweifeln zu schützen, indem man die notwendigen rationalen Prinzipien und das sichere Wissen stärkt, sei es rational oder übermittelt, und indem man den kritischen Sinn stärkt und sich darauf konzentriert, sie zu unterrichten. Zu den praktischen Schritten, die islamische Identität zu bewahren, gehört die Erziehung der Töchter von klein auf. Von klein auf zu Keuschheit, Scham und Bedeckung zu erziehen und damit nicht lange zu warten. Denn umso länger du wartest, umso härter wird der Stamm. Und wenn er einmal hart geworden ist, dann kannst du ihn nur noch fällen, nicht mehr formen. Und wir wissen, dass die Feinde der islamischen Identität eines ihrer Mittel, die Muslime von ihrer Identität zu entfremden, darin sehen, die Frau aus Keuschheit, Scham und Bedeckung herauszulösen. Und die Frauenfrage ist eines der aktuellsten, größten Angelegenheiten, die sie verärgert und aufgrund derer sie die Muslime auch beneiden. Sie beneiden die Muslime. Bedenkt auch Allahs Befehl an seinen Gesandten in diesem Vers. Allah Ta'ala sagt, O Prophet, sag deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen ihre Gewänder um sich ziehen. Allah befiehlt dem Propheten, seinen Gattinnen und Töchtern vor den Frauen der Gläubigen zum Schleier aufzurufen, wo wir auch hier wieder die Vorbildsfunktion sehen. Zu den praktischen Schritten, die islamische Identität zu bewahren, gehört die Bewahrung der Muttersprache. Die Identität eines Menschen
ist wie ein Dreieck bestehend aus drei Teilen. Die Religion, das ist die Spitze, die Sprache und die Kultur. Außerhalb der Familie, liebe Geschwister, gibt es auch Wege, um diese Identität zu stärken. Das Wichtigste davon ist, den Islam korrekt zu lernen, aus seinen klaren Quellen, die nicht von Zweifeln, Schwächen oder Assimilierung getrübt sind. Dies kann durch die Moschee, durch Fachleute, islamische Zentren oder durch das freie Lesen nützlicher Bücher erfolgen. Das korrekte Wissen über den Islam ist eine Festung und eine starke Waffe. Es ist eine Festung, zu der sich der Muslim zurückziehen kann, um seine Identität und seine Gedanken, seine Ideologie vor ihren Feinden zu schützen, mit der er Zweifel und Begierden schlagen kann. Und am schnellsten verliert der Mensch die islamische Identität, wenn er unwissend über seine Religion ist. Betrachtet, was Musa a.s. zu seinem Volk sagte. Sie sagten: O Moses, mache uns einen Gott, wie sie Götter haben. Er sprach: Ihr seid tatsächlich ein unwissendes Volk. Der letzte Schritt, den ich hier noch erwähne, ist die Wahl von guten Gefährten und Freunden. Und auch das betrifft nicht nur die Jugendlichen selbst, sondern auch die Eltern. Auch die Eltern müssen ein Auge werfen auf die Wahl der Freunde und Gefährten ihrer Kinder. Denn der Gefährte hat positiven oder negativen Einfluss auf seine Gefährten. Gefährten, die stolz machen auf die Religion und ihre islamische Identität bewahren, diese sollte man aufsuchen, besonders in Zeiten, wo der Abfall von islamischen Werten weht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Der Mensch folgt der Religion seines Freundes, so schau jeder, mit wem er befreundet ist. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tajawaz anna ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ihdi bina. اللهم اهدنا واهد بنا ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من خير هذه الدنيا ومن خير الآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد ونعوذ بك من عذابك ونعوذ بك من عقابك يا رب العالمين اللهم ثبت قلوبنا على دينك وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.